Hallo liebe Leute und weiter machen wir mit Pokémon Smaragd in Randomizer. Ja, wir sind immer noch mit nur einem Pokémon unterwegs. Im letzten Part habe ich ja noch versucht, einen Kanimani zu fangen. Erfolglos, ich habe fast alle Pokébälle verballert. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir irgendwann bald das nächste Pokémon endlich mal fangen können. Die Namen warten immer noch darauf, endlich mal eingesetzt zu werden, die ich habe. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal... Ja, was wir jetzt als nächstes machen. Erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen genauer um und fragen einfach mal die Leute und sprechen mal mit denen. Weil, ja, das ist einfach ganz lustig. Einfach mal diesen, ja, deren Sprüche so zu hören. Sowieso finde ich hier diese Spiegelung richtig genial bei diesem Spiel. Na, wie dem auch sei, abseits davon. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln in der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an dem die Angst nagt? Was siehst du in deinem Spiegelbild? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nee, weiß ich echt nicht. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause. Du warst wahrscheinlich ein Wanderer. Ich wünschte, ich könnte mit einigen Pokémon auf Abenteuerreise gehen. Sich durch hohes Gras schleichen. Steile, zerklüpfte Berge erklimmen. Das tosende Meer überqueren, dunkle Höhlen erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Heißt, es muss einfach toll sein. Ja, vor allem, wenn man so jung ist wie die Protagonisten dieser Spiele. Mit nur 10 Jahren. Wenn man das wirklich könnte, einfach mal mit 10 Jahren aus dem Haus ausreißen und auf Abenteuerreise gehen. Ja, aber wir leben nicht in der Welt der Pokémon. Norman ist unser Arenaleiter. Ich glaube, er und seine Familie kommen von weit her. Soweit ich mich auch recht erinnern kann, ist der Protagonist dieses Spiels von Johto nach Hoenn gereist, also nach dieser Region hier. Sprich, er hat eine Reise von der Generation davor in diese gemacht, obwohl man diesen Protagonisten in Johto nie getroffen hat. Glaube ich? Ich weiß es nicht. Egal. Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. Wow, war der stark. Wie soll ich sagen? Ich habe den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Ja, wir werden auch noch gegen ihn antreten, aber dazu müssen wir ja noch warten. Okay, wir sollten Satin ja erstmal noch heilen, wenn wir hier schon sind. Das heißt... Will ich mit euch mal reden? Ja, will ich. Es gibt viele Typen von Pokémon. Jeder Typ hat seine Stärken und Schwächen gegenüber anderen Typen. Je nach Typ des Pokémon kann der Kampf leicht oder schwer sein. Dein Flamly ist beispielsweise ein Feuertyp, was? Achso, mein eigentliches Starter wäre also Flamly gewesen. Also anstelle jetzt von Satenia. Aber wie du lügen kannst, herrlich. Es ist stark gegenüber dem Pflanzen- und Käfertyp, das ist sehr gelogen gerade. Aber es ist schwach gegenüber dem Wasser-Pokémon, das ist sowieso gelogen. Also zumindest jetzt für Satenia gesprochen. Na gut. Dann legen wir es einmal drauf. Satenia, du musst fit werden. Wir brauchen dich schließlich noch, sonst können wir keine weiteren Pokémon fangen. Wenn du nicht irgendwann mal überlevelt sein solltest. Wovon ich schon bald ausgehe. Ja. Hier waren wir noch nicht drin. Moment, das ist doch glaube ich ein spezielles Haus. Heikos Haus, okay, hier wo... Okay. Du. Ach, du bist bestimmt die JKR, richtig? Danke, dass du dich um Heiko gekümmert hast. Er war schon als Baby immer zart und kränklich. Wir haben ihn für eine Weile zu Verwandten nach Wiesenfluh geschickt. Die Luft ist dort viel sauberer als hier. Was heißt das? Wo ist Heiko? Er ist fort für unser Heiko? Ich frage mich, wo er jetzt wohl sein mag. Ja, er jagt Pokémon. Genau wie ich. Heiko war richtig glücklich, als er uns erzählte, dass er ein Pokémon gefangen habe. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr so glücklich erlebt. Naja. Dann wollen wir mal schauen, ob wir ihn vielleicht mal wiedersehen. Okay. Erstmal werden wir angerempelt. Entschuldige bitte. Lass mich raten. Deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Wie kann die Kleidung verraten, dass man Trainer ist? Okay. In der Welt der Pokémon scheint das wohl irgendwie so zu sein. Obwohl der Protagonist eigentlich immer dieselben Kleidung anhat. Jeder der Generations
Trainer. Ihr wisst schon. Habe ich recht? Nun, vielleicht auch nicht. Deine Kleidung ist noch relativ sauber. Entweder bist du gerade erst Trainer geworden oder bist du einfach ein ganz normales Kind. Ich reise durch das Land, immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Was soll das nun heißen? Mein Satina ist immerhin schon Level 13 und ist voll entwickelt. Naja. Können wir nichts machen. Na gut. Uiuiui. So Leute. Sorry für die kurze Unterbrechung gerade. Ich musste erstmal mich aushusten. Oh. Ich bin ausgetrocknet. Na so in etwa. Na gut, machen wir jetzt weiter. Oh nein, ich bin kein Trainer. Das stimmt schon. Wenn Trainer sich in den Augen schauen, ist das eine Herausforderung zum Kampf. Willst du nicht kämpfen, weiche ihren Blicken aus. So wie diesen hier. Gut, komm her. Achso, hab dich. Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Weißt du, was noch lustig ist? Dich fertig zu machen. Oh, hier ist alles sandig. Robin! Mit einem Sombrero. Na gut, Wasser und Pflanze ist... Dann ist der Pflanzenangriff neutral. Sehr schön. Also, Rasierblatt. Das ist schon die zweite Entwicklungsstufe. Das ist wirklich heftig, dass ich hier schon so viele Entwicklungen treffe. Knogger, okay. Das Spiel ist jetzt sowieso ein Witz. Da kann ich sogar Rankenhieb machen. Level 7. Ist doch gar nichts. Die armen Trainer, die tun mir gerade irgendwie richtig leid. Wisst ihr das? Naja, mitunter mehr oder weniger nicht. So, das war Robin. Wie geht's? Ich habe Sand in den Schuhen. Das ist vielleicht unangenehm. Ja. Da musst du nicht unbedingt in Sand laufen. Aber du wolltest es ja unbedingt. Ich würde mal sagen, die Trainer lassen wir erstmal. Wir sind sowieso im Moment schon zu stark. Wir sollten erstmal nach wilden Pokémon Ausschau halten, was wir hier noch alles treffen. Alles klar. Ich versuche es erstmal einzuschläfern und gucke mal, wie weit ich mit dem Angriff komme, ob ich es damit schon erledige oder nicht. Direkt Lugia. Okay. Okay, das kann ich kriegen. Ja gut, werd ruhig wach. Mir scheißegal. Nein, du! Okay, die Herausforderung nehme ich an. Ein Donphan wäre auch nicht schlecht, aber ich meine... Ein Lugia! Wie geil wäre das? Oh Mann. Na komm, die kann ich mit einem Schlag, wenn ich machen. Ist ja sowieso ein Bodentyp, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, weg ist es auf jeden Fall. Okay. Wir haben es auf jeden Fall richtig eiskalt fertig gemacht. Ja. Wollen wir doch mal gucken, ob wir das Lugia nochmal antreffen können. Ja. Slimer. Das brauchen wir nicht. Nein, Gift-Typen mag ich nicht unbedingt so. Deswegen können wir auch flüchten. Naja. Während wir hier aber diese Pokémon jagen, können wir noch, wollte ich noch auf ein paar Sachen eingehen, die ich im letzten Part noch nicht geschafft habe. Nämlich bezüglich der Pokémon Virtual Console Spiele, die ja am 27. erschienen sind. Zum einen, ja, finde ich die Preise jetzt so für die Virtual Console Titel, die ja, für Pokémon jetzt gerade so sind, doch schon recht happig. Mit sage und schreiben 10 Euro, während normalerweise Gameboy Virtual Console Titel für ein 3DS... Schritt 2DS, eigentlich bei 3 und 4 Euro liegen. Ich meine, der Aufpreis ist schon ein bisschen übertrieben, aber gut, es hat ja auch ein paar Zusatzfeatures. Muss aber trotzdem sagen, dass 10 Euro nur dafür, dass es halt den drahtlosen Tausch ermöglicht und die Sache, dass man Pokémon zu Pokémon Bank lagern kann, finde ich das trotzdem ein bisschen viel. Für ein Gameboy Virtual Console Titel, okay?
So, jetzt hat dieses Lugia nur diese eine Attacke? Wenn ja, dann ist das scheiße. Das Nobilikat kriegen wir ja auch noch. Warum nicht? Ich meine, was sagt ihr zu diesem hohen Aufpreis von Pokémon in der Virtual Console? Ich finde es irgendwie nicht richtig gerechtfertigt. Feuer-Pokémon. Feuergestein. Das hatte ich sogar in Alpha Saphir trainiert. Gefangen und trainiert. Ich habe aber allerdings nicht das beste Pokémon jetzt gerade, womit ich das bekämpfe. Wie viel zieht Rankenhieb ab? Okay, ich versuche es. Das ist nämlich auch schon direkt weiterentwickelt und dann nennen wir wenigstens ein weiteres Pokémon. Nein, nicht Trank. Okay, bitte. Wenigstens eins. Okay, dann schläfe ich dich eben noch ein, wenn du es nicht anders willst. So, wenn ich dich jetzt nicht kriege, Kamerun, dann weiß ich auch nicht weiter. So, zwei Bälle habe ich ja noch. Zwei Versuche. Und bleib drin. Perfekt. Unser zweites Pokémon endlich. Na also, geht doch. Wunderbar, wir haben ein schönes Feuer-Pokémon. Ja, will ich. So, es ist weiblich. Na toll. Okay. Ja. Gut, auch wenn ich momentan bisher nur männliche Kommentare bekommen habe, ist das ein bisschen blöd. Ich hoffe, derjenige nimmt mir das nicht übel, wenn ich jetzt ein weibliches Kamerupt nehme. Na komm. Heras, ich habe eigentlich geschrieben, dass du mein nächstes Pokémon bist, also bist du es auch. Ich hoffe, dir macht das weibliche Geschlecht jetzt nicht allzu viel aus. Dafür bist du wenigstens ein sehr gutes Feuer-Pokémon, wie ich finde. Also zumindest in der Generation, zumindest. Also Heras, willkommen im Team. Somit haben wir jetzt unser zweites Pokémon. Wie weit ist das nochmal bis... Nicht weit, okay, bis zum Pokémon Center. Dann will ich das nämlich mal voll heilen. Und auch direkt ein bisschen leveln. Das bietet sich hier nämlich bestens an. Wunderbar, dann wechseln wir auch direkt. Damit wir das Pokémon, wie gesagt, erstmal trainieren können. Sowieso gucken wir erstmal, was das Spiel überhaupt drauf hat, alles. So, Glut. Ne, immer eine schöne Feuerattacke und Tackle. Also, Intensität ist auch nicht schlecht. Ja, kann man sich erstmal mit zufrieden geben. Moment, du hast irgendwas. Moment, wie nehme ich... Moment, ich glaube, das ist einfach Item und dann nehmen, oder? Ah, eine Fragia-Beere hattest du. Okay, das wollte ich zumindest noch gewusst haben. Und dann tauschen wir jetzt einmal. Heras, Igel, ihr tauscht mal eure Plätze. Igel, du kannst dich jetzt ein bisschen ausruhen. Du hast genug Kämpfe gehabt. So. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Alles klar. Ich könnte jetzt noch gucken, ob ich das Lugia kriege. Weil das wäre nämlich auch schon richtig klasse. Wenn ich das irgendwie schaffen würde, Voltilam, ein Elektro-Pokémon. Ich würde sagen, das probiere ich auch mal. Ich habe nur noch einen Pokéball, aber... Gucken wir mal, wie weit das gut geht. Das zieht ziemlich viel ab. Gut, dann machen wir noch einmal Tackle. Noch einmal sollte ich nie machen, dann ist das viel weg. Wisst ihr was, ich werfe meinen letzten Pokéball und versuche einfach mein Glück. Das wäre wenigstens das erste Pokémon, was ich dann auch voll entwickeln könnte. Wunderbar! Somit haben wir endlich unser drittes Pokémon schon. Ein Voltilam. Mal schauen, was du für ein Geschlecht hast.
Ja, möchte ich. Diesmal männlich, sehr schön. Okay, dann wollte der gute Link-Fan auch dabei sein. Deswegen, Link-Fan, du wirst ein Beutilam. Ich hoffe, du gibst dich damit zufrieden. So, wo ist das F da? Okay, willkommen im Team, Link-Fan. Wunderbar, dann kann ich nochmal zurückgehen. Wenigstens ein Pokémon, was ich dann ganz gut normal großziehen kann. Die anderen beiden, die ich hier habe, sind schon vorher entwickelt. Da kann ich nichts mehr groß mitmachen. Voltilam ist in dem Fall bisher das erste im Team. Mal gucken, was ich sonst noch alles für Pokémon fangen werde. Das Lugia, wie gesagt, wäre auch reizvoll. Das ist genauso wie Kanimani. Die Sache ist nur, wie gesagt, die beiden zu kriegen. Ja, gerade bei Kanimani wohl... Entweder ist das Wesen zu gut oder die Schnelligkeit. Ich weiß jetzt nicht, wovon es abhängig ist. Wie gut es sich noch mal ein Pokémon fangen lässt. Aber von irgendwas war es abhängig. Ich meine, es war das Wesen. Ich will mich jetzt aber nicht genau festlegen, weil wie gesagt, so genau habe ich das gerade nicht im Kopf. Einkaufen kann ich noch nicht, oder? Ich habe kein Geld gekriegt. Nö, 168 habe ich nur. Damit kriege ich nicht viel. Egal, ich habe 3 Pokémon, also... Besser geht's gerade nicht. Gut, dann würde ich sagen, ja. Tauschen wir Igel und Link-Fan auch nochmal. Aus dem Grund, falls irgendwann ein Doppelkampf kommt. Ja, das war bei der Generation auch der Anfang, die Doppelkämpfe, was ich sagen muss, richtig cool fand. Ich muss auch ehrlich sagen, damals, als die Werbung im Fernsehen lief zu dieser Generation, fand ich das irgendwie schon richtig cool anzusehen. Ja, dass halt da die Doppelkämpfe angekündigt wurden. Also, dass es da gezeigt wurde und so. Obwohl ich auch sagen muss, dass das so zu der Zeit war, wo ich irgendwie vom Pokémon sehr abgeneigt war. Was auch schon mit der zweiten Generation war. Weil mir das irgendwie schon zu viel war. Die ersten Pokémon-Editionen waren für mich einfach cool. Ich hatte wirklich jede Edition. Die rote, die gelbe und die blaue. In der Reihenfolge habe ich sie auch bekommen, wie ich sie gerade aufgezählt habe. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar vorher erzählt. Woher ich glaube, ich habe die blaue nicht erwähnt. Ja, die hatte ich auf jeden Fall alle und dort hatte ich auch alle Pokémon gefangen. Sogar Mew mit einem Cheat-Modul. Ja, dort kannte ich den Cheat zu der Zeit nicht. Also diesen Glitch, muss man wohl bemerkt sagen. Sei mir bitte nicht zu stark. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Was ist das bitte für ein schwacher Anmachspruch? Okay, wie du willst. Dann zeig mir mal, was du hast. Lady Wellington. Ah ja, Igel, dein Giovanni ist auch wieder hier. Mit dem Goldsling, das ist nicht gerade die klügste Wahl, was ich jetzt als Pokémon habe. Gut, wir müssen wechseln. Nein, scheiße. Pokémon wechseln. Link-Fan, ich glaube, du hast noch keine Elektro-Attacke, aber dich will ich erstmal großziehen. Wollen wir zu Elektro-Attacken bekommen? So, was hast du denn überhaupt? Tackle und Heule, also normale Standardangriffe. Noch nicht allzu viel, aber das kommt noch mit der Zeit. Das zieht ja fast gar nichts an. Na gut, das ist ja auch klar, es ist ein voll entwickeltes Golking. Also von Goldini die Entwicklung, wegen Voltilam ja noch die erste Stufe ist. Vielleicht habe ich ja trotzdem Glück, notfalls muss ich halt einen Trank einsetzen. Hier setzt keiner Feuer ein, du... Dämliches Goldkick. Ja, wie gesagt, die erste Generation war quasi so das, womit ich aufgewachsen bin. Ich konnte sogar damals die erste Generation war so verrückt. Ich habe vieles, was die Pokémon-Edition angeht. Ich habe die Fernsehserie geschaut, also die Pokémon-Serie. Ich habe die Sammelkarten gesammelt. So verrückt war ich auch. Ich hatte alle Editionen. Ich konnte die ersten 150... Ja, Mew kann man eigentlich auch mitzuzählen. Aber ich sag trotzdem 150, weil Mew wurde uns ja offiziell erstmal vorenthalten, bis der Film ja kam. Konnte ich alle in der richtigen Reihenfolge von 1 bis 150 aufzählen. Das war schon bekloppt damals. Aber das war irgendwie was Lustiges, muss ich sagen. Ich habe keine Tränke mehr, doch, da sind sie. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging. Es sind wahrscheinlich jetzt nicht viele, die wie ich mit der ersten Generation aufgewachsen sind und die auch quasi so gesuchtet haben wie ich. Aber es war damals auch richtig toll, so mit der Pokémon-Edition in die Schule zu gehen, mit anderen Schulkameraden zu tauschen oder auch Kämpfe auszutragen.
Das war schon klasse noch mit den uralten Link-Kabeln, das habe ich sogar immer noch hier. Auch wenn mein alter Gameboy leider nicht mehr funktioniert, was ich sehr schade finde. Ja, der hat das Zeitliche schon gesegnet. Leider, leider. Naja, aber das war einfach toll damals. Ja, und wo dann halt wirklich Gold und Silber kam, weiß nicht. Das war irgendwie so der Punkt, wo ich dann irgendwie gesagt habe, nee. Nee, das will ich nicht. Das wäre mir zu viel. Es waren 200 Pokémon nur mehr, aber ich hatte da einfach keinen Bock drauf irgendwie. Nochmal den ganzen Spaß, nochmal neue Pokémon zu fangen und ich meine, es war cool, dass bei der Generation auch die Möglichkeit war, nochmal die Arena der ersten Generation. Hatte sein Pokémon gerade auch geheilt. Dass man da auf jeden Fall auch nochmal die ja, erste Generation machen konnte. Wisst ihr was, ich wechsle. Jetzt muss ich den nochmal herhalten. Anders geht das nicht. Sonst dauert dieser Kampf noch ewig. Deswegen, Igel, mach es fertig. Wunderbar. Okay. Ja, somit hat er jetzt auch schon Level 5, auch wenn man jetzt die Erfahrungspunkte teilen musste. Okay, Level 6 schon. Da kriegt er aber sehr viele Erfahrungspunkte. Gut, ich würde sagen, das hat sich trotzdem gelohnt. Oh, meine Güte! Und wir bekommen 1400 Poké-Dollar. Wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem nochmal zurück. Das, Voltilam ist gerade zu sehr angeschlagen. Wenn ich jetzt nicht fliegen kann, habe ich ein Problem. Obwohl, nee. Achso, Heras ist drin. Okay, trotzdem, fliehen. Was? Ich kann echt nicht fliehen? Gut, wir sind trotzdem davon gekommen. Also Lugia scheint wohl wirklich nur Wirbelwind zu können. Was für ein Scheiß. Egal, ja. Wie gesagt, nach der ersten Generation hatte ich erstmal keine Lust mehr auf Pokémon, bis ich dann halt, ja, Pokémon Perl, Jahre später, also vor sechs Jahren vom Kumpel mal ausgeliehen hatte. Und dann irgendwie wieder ins Pokémon-Fieber kam. Hat einfach wieder irgendwie Spaß gemacht, so nach all den Jahren doch nochmal, ja, Pokémon zu zocken, Pokémon zu fangen und, ja, der beste Trainer sozusagen zu werden. Wie es ja auch damals der Fall war. Genau, ich würde erstmal wieder wechseln. Es war einfach sowas Tolles damals. Und ja, mich würde gerne mal eure Pokémon-Erfahrung interessieren und ja, mittlerweile bin ich ja auch wieder voll dabei und versuche mittlerweile auch schon sämtliche Pokémon-Editionen zu jagen und ja, bestes Beispiel sind ja auch diese 2DS-Modelle mit den Pokémon-Editionen. Nenn mich bekloppt, das ist aber der Sammlerwahn in mir. Wie dem auch sei. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte, auch wenn es nur ganz kurz dabei ist. Das haben wir ja eben gesehen. Setze eines deiner schwachen Pokémon daher an die Spitze der Liste. Sobald der Kampf beginnt, wechselst du es aus. Es wird Erfahrungspunkte bekommen und bleibt trotzdem immer unbeschadet. Ja, wie gesagt, das hatten wir ja eben schon. Hier gibt es sogar auch irgendwo Items. Ich will euch mal demonstrieren. Ich hoffe, es gibt wenigstens auch Kenner dieser Generation, was wir hier alles Nettes kriegen können. Eine Himbeere in einem Pokéball. Okay, normalerweise würde sich hier mit Sicherheit was anderes befinden. Naja, wie dem auch sei. Wir haben jetzt eine Himbeere. Moment, hier ist auch noch was. Das sieht mir so auffällig aus. Ah, ein Schlohkraut. Wir müssen das also so ansprechen. Okay. Ja, versteckte Sachen gibt es ja auch versteckt. Das fand ich auch sehr interessant. Schon in der ersten Generation. Einsame Wurzel. Muss jetzt nicht sein. Ich meine, das entwickelt sich zu einem sehr coolen Pokémon, wie ich finde. Ich mag die letzte Entwicklungsstufe von diesem Pokémon. Die finde ich wirklich klasse. Naja, wisst ihr was, Leute? Ich würde aber sagen, wir werden diesen Wald im nächsten Part weiter durchkämmen. Dann wollen wir noch mal sehen, wie es hier weiterlaufen wird. Deswegen, ja, sage ich einfach mal bis zum nächsten Part auf Wiedersehen. Wie gesagt, schreibt mir mal eure Pokémon-Erfahrung, wie es bei euch anfing. Falls ihr nicht schon die Parts davor gemacht habt. Oder überhaupt, wie ihr, ja, zu Pokémon steht.
Schaut es einfach mal rein und deswegen sage ich einfach mal bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen!